Ja, ich bin Jürgen König, Geschäftsführer von König Immobilien, seit 1994 selbstständig und als Bauträger auch bereits seit 1994 tätig. Wir haben also praktisch drei Sparten, einmal die Gebrauchtimmobilienvermittlung, Verkauf und Vermietung, dann eine große Hausverwaltung mit 1600 Einheiten und einen Bauträgerbetrieb für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen. Angesiedelt im Bereich Nordhessen, Hauptsitz in Homberg mit Büros in Kassel und in Melsungen. Ja, wir sind im Moment, was der Bauträgerbereich ist, das mache ich also praktisch alleine mit einem Architekten. Wir haben aber in der Vergangenheit, bis 2007, 2008, dann habe ich es verkleinert, haben wir so im Schnitt 60 Einfamilienhäuser im Jahr gebaut. Im Moment sind es so zwischen 10 und 15. Ja, erstmal die Motivation war, da hatte ich noch also drei Planer und drei Bauleiter und zwei Geschäftsführer von der extra GmbH. Und ja, geplant haben die sicherlich in Ketter und allen möglichen Sachen. Aber wenn man das irgendwie ein bisschen visuell darstellen wollte mit Exposés, sah das immer eigentlich unmöglich aus. Und da sind wir irgendwie mal auf VE 2000 gekommen. Und wir haben von Anfang an eigentlich gleich die Kalkulation mit eingesetzt und eigentlich war das auch der Hauptgrund, das beizubehalten. Sicherlich wollten die Architekten immer weiter in ihrem Ketter machen, weil sie das gewöhnt waren, aber wir haben das nach und nach umgestellt und ja, also sagen wir mal so, das ist eben wirklich ein Programm, wo man auch visuell was darstellen kann, wo man vernünftiges Exposé machen kann und vor allen Dingen, wo die Kalkulation eben auch passt, wenn man die Preise ständig pflegt. Das war natürlich in der Zeit, wo ich die vielen Angestellten habe, das Problem, dass ich das dann immer überprüfen musste und das ist dann leider nicht passiert. Aber im Moment habe ich das alles im Griff. Also wie ich eine neue Rechnung oder Angebote kriege, gucke ich gleich, ob ich die Kalkulation anpassen muss. Und die, ja, im Internet haben wir nur einige Häuser, aber wir planen zum Beispiel, wenn wir Grundstücke bekommen aus dem Vertriebsbereich, planen wir sogleich ein passendes Haus drauf und da generieren wir eigentlich momentan unsere Neubauumsätze mit, also über die Grundstücksgeschichte. Und man kann das also so visuell darstellen und im Gespräch, im Büro kann man auch sofort auf Änderungswünsche eingehen und hat natürlich sofort dann auch das neue Angebot parat und die neue Kalkulation. Und das ist eigentlich ein Vorteil, wenn ich noch dran denke, wo wir früher ohne VW 2000 Kalkulation gearbeitet haben, dann hat es manchmal 14 Tage gedauert, bis die Kalkulation fertig war. Heute gehen die Leute aus dem Büro, entweder nehmen sie die Kalkulation, das Angebot mit, oder aber ich schicke sie in den nächsten oder in zwei Tagen später zu, wenn es noch wesentliche Änderungen und Sonderausstattungen waren. Die ist eigentlich sehr positiv, das machen ja die wenigsten, vielleicht nur die großen Anbieter und die machen das auch nur sehr zurückhaltend und ich mache es also wirklich so, dass die gleich in 3D, selbst wenn ich ein Angebot verschicke, mache ich immer auch die 3D-Bilder dabei und mache auch sofort die Bemusterung innen dabei und so weiter. Also die ist positiv, also Leute, die eben bei anderen Anbietern sagen, okay, es gibt es ja gar nicht, warum haben die uns das nicht so gezeigt? Und ich glaube, das ist ja eigentlich auch die Zukunft, denn nur in Zukunft wird nur noch so verkauft werden. Eigentlich sehr gut. Ich hatte ja jetzt mal, kam da irgendwo mit der Kehlbeigenlache oder mit der Holzbalkendecke nicht zurecht und dann habe ich im Endeffekt mit dem Coach kurz gesprochen, angepasst, schon passt das wieder. Also wenn ich merke, dass da irgendwie was nicht stimmt, Mengen oder Massen unterschiedlich sind gegenüber den tatsächlichen Rechnungen, dann brauche ich nur kurz anzurufen, dann klappt das auch.